Hi Leute, ich bin hier auf Lost Place Tour in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Ich bin hier in einer verlassenen Villa. Guckt euch das mal an hier. Die ist seit 10 Jahren verlassen. Noch komplett eingerichtet. Sowas habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Schaut euch das mal an. Alles verwinkelt, alles eingerichtet. Hier ist die Küche. Leider wurde hier schon ganz schön randaliert. Hier waren wieder so ein paar Krawallmacher. Hier ist die Küche. Leute, ehrlich, sowas sieht man nur selten. Hier wächst auch schon so ein bisschen Schimmel. Das Gebäude soll seit 10 Jahren leer stehen. Das hat sogar noch Strom, wie ich gerade sehe. Hier scheint noch das Licht zu funktionieren. Ja, Tatsache. Hier geht noch ein bisschen Licht, Leute. Das finde ich richtig erstaunlich. Boah, schaut euch das mal an hier. Hier haben sie ganz schön randaliert. Hier ist noch so ein Zimmer. Da ist noch so eine geheime Treppe. Schaut euch das an hier. So, das ist echt der absolute Hammer, Leute. Ja, hier ist überall noch Licht, Leute, obwohl die Villa seit 10 Jahren leer steht. Ehrlich, echt erstaunlich. Guckt euch das mal an hier. Machen wir Licht wieder aus, damit von draußen keiner was sieht. Was ist hier? Ah, hier ist der Haupteingang. Hier kann man auch raus, wenn man möchte. So. Ja, hier kann man bestimmt auch Licht anmachen, ne? Ja, guckt euch das mal an hier. Echt, das ist ja echt der absolute Hammer. Leute, alles noch eingerichtet. Strom, alles noch da. Und das Ding steht laut Informationen seit 10 Jahren leer. Hier, guckt mal. Duschräume. Aber hier haben sie schon die Wasserhähne geklaut. Echt, sowas habe ich noch nicht gesehen, Leute. Hier ist auch Licht an. Naja, war ja an, lassen wir es aus. So. Leute, echt der absolute Hammer. Hier ist noch so ein geheimer Gang nach oben. Aber ob ich da jetzt reinkomme, muss ich erstmal ausprobieren, Leute. Was an hier? Alte Radios. So. Oh, hier ist aber echt schwer, hier durchzukommen, Leute. Ich melde mich gleich. Obwohl, da wird man auch noch gesehen von den Nachbarn. Das wäre natürlich jetzt gar nicht gut. Nicht, dass die einen da noch sehen. So, gucken wir später mal. Ja, Leute, groß ist diese Villa jetzt nicht, aber ist schon der Hammer. Schaut euch das mal an hier. Es ist noch alles eingerichtet. Schon echt der Hammer. Also noch ein kurzer Nachtrag hier. Hier ist auch noch so ein schöner Teppich auf dem Boden. Und ein Zimmer habe ich vergessen euch zu zeigen. Und zwar hier. Ne, da war, jetzt wäre ich hier fast schon wieder raus aus der Villa, ohne euch das hier zu zeigen. Aber vielleicht habe ich es auch gemacht, ich weiß es nicht. Bis später. Guck mal, so ist sieht die Villa jetzt von außen aus. Ich muss mich so ein bisschen beeilen. Ich möchte hier nicht zu lange bleiben. Ne, machen wir einmal hier noch. Hier war damals ein Garten. Ganz schön verwildert, muss ich sagen. Könnt ihr noch mal hier einmal die Villa von der Seite sehen. So, und den Rest zeige ich euch gleich. Mal hier, da ist die Villa von der Hauptseite.
Hier ist dieses schöne Auto, von dem ich euch eben erzählt habe. Schaut euch das mal an. Der absolute Hammer. Hier steht noch eins. Echt, guckt euch das mal an. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Echt der Wahnsinn. Schaut euch das mal an hier. Wahnsinn, oder? Ich habe ja schon viel gesehen, aber sowas ist echt der absolute Hammer. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Machtet gut.